Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh, es ist 1 Uhr früh. Wir müssen schlafen gehen. Zu einer weiteren Folge Infected. So. Und bam. Gleich müsste die Sonne aufgehen. So, wir haben im Inventar im Moment nichts. Das ist super. Wir essen das hier. Ja, das essen wir später. So, heute habe ich vor, den Zaun ein wenig weiter zu errichten. Und parallel möchte ich endlich den da fertig haben. Da fehlen auch nur noch 10. Also, an dem werden wir weiter arbeiten. So. Da haben wir ein paar drin. Na. So. So, viele sind es nicht, ich weiß, aber... Ja. Wir müssen uns dem ja nähern. Und es fehlt auch nur noch einer. Und das kriegen wir ja hin. Das werden wir hinkriegen. So viel ist es nicht mehr. So, wir fahren inzwischen. Na. Wow. War das ein heftiger Sprung. Ja, das war echt ein heftiger Sprung. Meine Herren. So. So, dann holen wir nochmal Holz. Ja, Feuerholz. Sehr gut. Ja, wenn wir schon da stehen. So. Na? So, jetzt ein Bäumchen. So. Das bringen wir dann zum Wagen. Hätte ich fast zum Auto gesagt. So. Und ja, es stimmt, irgendwann wird der Winter kommen. Und dann brauchen wir natürlich eine Hütte. Keine Angst, wir werden die Hütte noch bauen. Wir werden sie bauen. So. So, wenn wir schon da stehen, nicht mit dem Knochenspeer, sondern mit der Pickaxe. So, und gleich geht die Sonne auf. Ich habe mir auch überlegt, ob wir nicht doch einen Ausflug noch ins dritte Dorf machen. Noch vor der ersten Horde. Bin mir aber echt nicht sicher, ob man das schon... Ich bin mir einfach nicht sicher. So, wir stehen den hier ab, machen ein wenig Seile. Seile. Hier. So, Seile haben wir da ein paar. So, dann haben wir das da. Inzwischen werfen wir mal hier rein. So, ein wenig da. Ein wenig da. Nein, das da. So, und das da. So, das rausnehmen. Na, jetzt aber. So. Super. Und hier. So, ich würde sagen, das legen wir mal rein. Und den Rest lassen wir. So. So, dann haben wir die letzten vier hier. Genau, oben gehen wir ernten, damit wir schon mal vorbereiten. Ach, da können wir noch gar nicht ernten. Da guck an, Wassermelone. Das ist auch okay. So, da ist einiges. Okay, da können wir schon. Ja, und wie ihr gesehen habt, wir haben auch schon Bricks. Das ist auch gut. So. Genau, wir machen jetzt Seile. Jetzt war gerade kurze Verwirrung. So, Seile. Seile, yeah. So, dann fangen wir mal, wo fangen wir an? Moment, da in die Richtung. Müssen wir raus, das heißt eher hier. Dann fangen wir da mal an. Super. So. Da auch. Da auch. So. Und da, genau hier, kommt dann auch ein Tor rein. Das heißt da und da. So. Dann haben wir da ja Gott sei Dank ein wenig Holz. Nimm doch das andere Holz. Ja, ja. So. Hast ja recht. So. Super. So mühsam angefüllt. Ja. Und so schnell wieder geleert. So, das kommt... Na? Heute hängen manche Tasten ein wenig. Ein wenig. Nicht viel. So. So, und hier. Da fehlen noch 4. Zufälligerweise sind da 5 drin. So.
So, da stehen wir auch da rein. Neben das andere. So, und jetzt vervollständigen. Na 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 na. Ach komm. Na gut, lassen wir uns das wieder anzeichnen. Yeah. So. Genau. Und hier kommt das Tor dann her. So, das könnte man eigentlich auch schon Tor, 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 platzierbar, sonstiges, ein Tor, ein Tor. So. Genau, das kommt dann hierher. So kommt's her. Genau. So, im Moment bleibt aber das da stehen. Oh, ein Stöckchen. So, wir nehmen da noch drei. So. Super. So. Ja. Du verbaust dir den Zugang zum Teich. Ja, schauen wir mal. Also da drei. Dann machen wir da auch drei. So, und hier auch. So, und dann schauen wir. Ja, wir kriegen es nicht symmetrisch hin. Schade. Schade, kann man da sagen. So, dann machen wir auch hier ein Tor, oder? Ja, das machen wir. So. So, der Wagen ist gleich leer. So, gleich ist gut. Ach. Ja, ja, ganz gemütlich, ganz gemütlich. Hallo? So, spring mich an. Spring mich an. Aber nicht alle springen offenbar. Sowas aber auch. So. Ui, der hat uns aber wehgetan. So, also mit dem Wagen hierher. Jetzt leeren wir die Dinger noch. So. Und dann denke ich mal, sind wir ganz weit mit dem Zaun heute gekommen. Als nächstes wird dann der Extractor aktiviert. So, da stellen wir auch nach innen jetzt. Jetzt kann sie ja drinnen wohnen. So. Oh, ein Stöckchen. So, das bringen wir auch nach drinnen. So, nämlich da daneben. Ja, so, super. So, mit dem Wagen ergänzen wir da drüben das Zäunchen. So. Und zwei noch. Super. Jetzt können wir da drüben noch ergänzen. Da haben wir schon überall Holz reingefüllt. Oh, ist das schön. Fein, 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 fein. So, dann fahren wir mit dem Wagen hierher. So. Die drei kommen auch noch raus. So, dann machen wir uns noch mehr. Jetzt hängen wir. Die Ausdauer ist der Fuchs. So, wir haben das hier. Das kommt da rein. So, und das kommt da rein. Lane kann man da auch rein tun schon. Ui. So, jetzt geht's aber los. Yeah. So, wir lassen den Rest mal. Zuerst noch mal mit den Seilen. So, die werden wir da reinwerfen, bis wir keine mehr haben. Es wird nicht so lang dauern. Na, 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 na. Sehr schön. So. Und hier. So, dann ist der Zaun auch gleich fertig. Und hier. Super. So, Seil weg. Vorerst mal. Vorerst mal. Ja, komm. So, die Stöckchen brauchen wir nachher. Das Feuerholz werfen wir gleich irgendwo rein. So, hier beim Extraktor. Exakt. So, wir holen uns.
Wir holen uns gleich Kartoffeln. So, wie sieht es denn da drinnen aus? Oh, wir haben echt keinen Platz mehr hier. So, Essen. Ja, wegen Wasser könnte man noch. Oh, Proteine. So. So, Kartoffel. Ein Stein ist die Erde noch feucht, deswegen super. So. Schön, dass die auch genau jetzt schon fertig geworden sind. Ah, das finde ich gut. So. Fangen wir mal da an. Die eine Gorke kommt darüber. So. Wir packen uns drei. Ja. So. So viele. Vorerst mal. So, dann gehen wir da runter. Wir brauchen einen Tisch. Oh, ich freue mich, der Extraktor. So. So, auf zum Extraktor. Oh ja, Strom an. Oh ja. Super. So, getrocknetes Fleisch. Wunderbar. Ach, schön. Sehr schön. So, genug bewundert. Wir brauchen für ein Tor Gegenstände. Sonstiges. Platzierbar Sonstiges. Für ein Tor brauchen wir 4 Kupferbarren. Das könnten wir machen. Dann könnten wir hier bereits... Machen wir das? Wir machen das. So, wir brauchen noch Seile. Seile. Ach. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann... wenn wir dann das Häuschen haben und Lager, tatsächliche Lagermöglichkeiten. So, das kommt weg, das stellen wir mal hierher. So, dann haben wir vor hier das Tor rein. Tor, platzierbar Sonstiges, das Tor. So, weil sie dürften ja jetzt... Wenn ich das alles richtig im Gedächtnis habe, nicht mehr einfach nur so aufs Tor loslaufen. Oh, hast du mich erschrocken. Ach, von wo kam der? Sowas aber auch. So fies. So. Also, hier brauchen wir ganz schön viel Holz. Das holen wir uns jetzt. So, weiter abstellen. Wow. Der hat uns aber erschreckt. Das macht man doch nicht. So ein Fiesling. So, dann haben wir hier noch. So, ja, kommt drauf an, wie ihr es meint. Jetzt noch das Dorf vor der Horde, oder noch nicht. Ich glaube, wir werden das mit dem Dorf aber machen noch. Oder? Nach der Horde? Besser wäre es doch ein Häuschen für den Winter fertig zu haben. So, Moment, hier. So. Super. So, ein paar noch. Super. So, kann das sein, dass der da drüber gesprungen ist? Also auf das drauf und dann drüber? Kann das sein? Wir wissen es nicht. So. Wenn wir auf jeden Fall den da wegstellen. Das ist eh der Letzte, der draußen steht. Das ist der Letzte seiner Art. So, und das Gestell kommt rein. So. Super. Oh, ein Stein. So. Ja, wir holen uns jetzt noch einen Baum. So, sehr gut. Ah, vorerst mal genug. So, da kommen jetzt noch ein viermal Kopfer. Die Kopfer haben wir ja. So, drei. Holz noch. So.
So, wir holen die vier Kopfer. Didi, didi. So, das haben wir da. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Vier Kopfer. So, und wir lassen gleich offen. Ja. So viele Stöckchen. So, und da hätte ich das auch gern noch. Ach, wie schön. So, da haben wir noch genug Holz. Da oben wird dann erweitert. So, wir fangen mal an mit Konstruktion hier. Die Säule. Ja, die Säule. Ja. Nö, die Säule muss hier sein. Moment, Moment, hier, ja. Genau, so, da sind die Säulen auch innen, das passt, so, sehr gut. Oh, ein Stein. So, ich bringe mal da ein Gestell rauf. So, ich stelle es mal, wir holen noch ein Gestell. Ja, eines kann man ja noch holen. So, ich glaube... Das ist okay mit den beiden. Ah, holen wir noch ein drittes. Holen wir noch ein drittes dazu. So, das Holen, das geht ja schnell im Nu. So. So. Würde ich sagen, ist mal gut. So, wie sieht's mit Nahrung und so weiter? Durst? Trinken. Sehr schön. So. So, also, der Wagen, da brauchen wir neue Brettchen. So, weil oben wird das Haus gebaut. Ich weiß, wirkt vielleicht komisch, aber da oben drauf kommt dann das Haus. So, vorerst werden wir dann später auch ein wenig versetzen, ein wenig umbauen, was auch immer. Aber vorerst kommt da oben das Haus drauf. So, die Säulen machen wir jetzt fertig. So, dann haben wir hier, nein, hier eine Säule. Da ist nichts mehr drin. Gut. So. So. Dann zeichnen wir oben an. Oh. Egal. Ja, wo, wo? Hier. Nö, mit dem Speer. Hallo. So, sehr schön. Also. Oben anzeichnen, und zwar, wir brauchen hier eine Holzdecke in die Richtung, eine Holzdecke in die Richtung. So, dann kommt Holzdecke in die Richtung, Holzdecke in die Richtung. Genau, da drüben schauen wir mal. So, wir brauchen eine Möglichkeit zum Raufgehen. Wir müssen das alles versetzen. So, den setzen wir mal daher. So, den sind die leer. Aber wir machen es mal leer. So, und den auch. So, alle da rein. Sehr gut. So, versetzen. Haben wir da Platz? Da haben wir Platz, natürlich. So, vielleicht auch. So. Nö, komm. Ach komm. So, und den zweiten stellen wir da daneben. Das ist eine Werkbank. So, den zweiten gleich daneben. So. Später mal werden wir das natürlich umbauen, damit wir das abgegrenzt alles. Das ist Wahnsinn, hier die ganzen Steinchen. Dabei haben wir heute Zauntag und nicht Steinchentag. So, super. So, wir brauchen noch weiters. Das können wir da weiter einlegen. So, damit es irgendwo liegt. So, die normale Workbench stellen wir da mal drauf. Und zwar so. So, die Advanced stellen wir da auch auf. So, und zwar von der anderen Seite. Gehen sich da zwei aus und nehmen. Ach, verdammt. Ja, dann stellen wir es dabei mal da rein. Ja, gut, die eine ist auch wesentlich größer. So, dann können wir
die hier. So. Den Webstuhl, den schönen. Stylisch in die Ecke stellen. Super. Passt so. So, und jetzt können wir so einen Aufgang machen. Da, platzierbar. Fangen wir mit dem an. Eigentlich kommt das noch eins weiter vor. Dann machen wir es auch gleich eins weiter vor. So, Fun the Mind. Nämlich hier. Da drüben geht es ja noch nicht, weil da ist noch das Grillgestell, wobei das könnte man auch schon versetzen. So her. So, und das Trockengestell zählt das schon. Also, dass man da, ja, wahrscheinlich hätte es schon gezählt. So, Trockengestell, wir setzen es trotzdem hierher. So, Fun the Mind, das zweite. So, passt. Dann füllen wir das mal auf mit Stämmen. So. So, zwei noch. So, und jetzt ein paar Brettchen. Super. So. Ach, da kriege ich sie da draußen. Hier. Au. Oh, spring mich an. Spring mich an. So. Ja, ich sollte mich weniger beißen lassen von den netten Damen. So, und dann sollte ich nicht nette Damen sagen zu Damen, die mich beißen wollen. So. Hier vorne kommt dann die normale Treppe. So, die kommt da dran. Super. So, da haben wir die vier. Dann kommen da ein paar Holzscheite dran. Da. Super. So. Und jetzt können wir den hier so lang auch mal vorbei. Den müssen wir da herstellen. So. Ja, bleibt nichts über. Ist so. So, wir nehmen den Wagen und holen uns Stämme. Da. Ja, wir nähern uns dem folgenden Ende, ist alles okay. Und ich habe mich entschieden, wir warten die erste Horde ab. Und nach der ersten Horde werden wir ins dritte Dorf reisen, weil der Weg dorthin ist schon echt sehr, 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 sehr weit. So. Und wir haben ja eh die Materialien noch nicht, um das alles zu bauen. Es ist gut, dass wir die Technik aus beiden Dörfern geholt haben, dass wir den Krokodilrucksack haben. Das ist am Anfang enorm gut. Aber wir brauchen sowieso, gerade am Anfang, mehr Ressourcen. So. Wunderbar. Dann mal rauf mit dem Karren. So, hier. Auf die Treppe. So. Dann füllen wir da mal ein. So. Da drüben auch. So, und dann haben wir leider um einen zu wenig, aber den holen wir von unten. So. Einer fehlt und viele, viele bunte Brettchen. So, Brettchen. So, die Brettchenständer werden wir dann da unten hinter die Sägetische stellen. So, wunderbar. Da kommt nämlich jetzt noch eins her, dann ist da der Abschluss. So, vorerst mal. So, und da fehlen noch drei. So, den können wir da wieder runterstellen. Super. Ah, Steinchentag. So, also. 1, 2 und 3. So, da waren wir. Da können sie rein. So, und hier. Wunderbar. Sehr schön. Eins weiter, glaube ich. Eins müsste noch weiter. Aber das können wir in der nächsten Folge machen. So, ernten. Oh, Steinchentag. So, meine Lieben, ich glaube, das war's mit der heutigen Folge. Wir holen uns jetzt noch 2, 3 Fische mit Öl. Wenn wir welche sehen. Oh ja, eine Forelle. Ich wittere Forellen.
Jetzt habe ich auf den Schatten des Vogels hingestochen. Oh, ein Fischifisch. Oh ja, einer von den Dicken. So, Forelle. So, ich glaube, das muss es dann gewesen sein. Hier, sehr gut. Ach, wie schön. So, die Gar, das wird noch zugemacht. Das wird alles noch zugemacht. Da kommen dann noch zwei weitere Tore. Oh, Melone. Dann kommen noch die zwei Tore. Super, dann würde ich mal sagen, danke fürs Dabeisein. Tag 7, früher Nachmittag. Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.